Hallo, willkommen zu Nerd gespielt. Ich muss jetzt hier mal weiterschauen, was ich nach dem Asylum machen muss. Jetzt? Offensichtlich. Was haben wir hier noch? Das sieht nicht gut aus. Da gehen wir mal nicht weiter. Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich, aber noch nicht jetzt. Oh, ist der groß. Yes! Versuchspersonen. Ah, ich muss ihm einfach nur ausweichen. Ich habe gerade meine großzügige Phase. Du kriegst das umsonst. Los, schlag mich oder traust du dich nicht? Beende es, zieh den Stecker, schalt mich endgültig aus! Du wirst langsam zu ausreichen, Babets. Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Arkham angeflogen. Du wirst sehen, ne? Okay. Gut, schauen wir das mal. Batman, ich bin hier drüben. Okay. Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Okay. Hier stimmt was. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Was
Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tata! Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Das Transportsystem ist gestört. Das Beste, was ich machen kann, ist, die Tür zu öffnen. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Okay. Den Gang zurück, links. Und dann da vorne rechts. Batman, was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat deinen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich, bitte. Ich wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Hat der große Detektiv etwa einen Hinweis übersehen? Das mit mir und Frankie geht lange zurück. Ich habe ihn vor ein paar Jahren aus einer schwierigen Lage befreit. Also wenn ich Sicherheitscodes brauche oder einen alten Mann niederschlagen will, dann weiß ich, wen ich fragen muss. Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan, etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Bowles gehört? Genau. Wo muss ich genau hin? Da rein. Dann gucken wir uns jetzt mal hier um. Habe ich hier irgendwo was? Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Schlampig. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll. Folge ihr. Ich sammle alle Informationen zu Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Da muss ich durch. Oh ne, da. Da ist Alkohol.
Sei still. Was ist los? Batman! Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Was heißt? Oha. Durch.
Nachrichten. Ich bin der Geist von Amadeus Alter. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es für immer. Die Waffen haben nicht gerade alles gegeben. Joker hatte recht, das ist einfach. Seitdem haben wir es gezeigt. Wir haben keine Chance. Die Fledermaus! Batman, wie läuft's? Hast du eine Spur von Dad? Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Nicht, was ich machen kann. Bitte! Ich habe ein Kind! Sie wissen das! Richtig, ich muss es nicht. Ich will es aber. Okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt! Jeder ist tot. Oh! Hol den! Ich weiß nicht, er ist irgendwo da unten. Behalte alles im Auge! Okay, Batman, du gehst erstmal um. Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeigehen. Schläft. Einer von euch soll ihn fertig machen. Ah ja. Bitte. Das muss ich jetzt nochmal. Sie wissen das. Richtig, ich muss es nicht. Ich will es aber. Okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt. Jeder, der hier langkommt, ist tot. Verspannt. Oracle, okay. Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Das war ja eben schon ein Problem. Kommt die Fledermaus wirklich hier lang? Ist doch egal. Er steckt mal in die Kasse hier rein und wir müssen die weg. Ja, er ist schon so gut wie tot. Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut. Unser Freund, sieh nur, wer das ist. Brennen deine spitzen Ohren jetzt. Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder? Zu schlecht. Vielleicht auch nicht. Ist eine nette Überraschung.
Er wird als kostümiert und gefährlich angesehen. Ich glaube, die erste Lösung wäre, ihn von seiner Unheil zu erlösen. Das ist einfach. Reiß ihn ein! Wieso kann ich da denn hoch? Ich kann das irgendwie nicht. Bye bye, Bats. Lautlos. Ja, da schaue ich dann wohl das nächste Mal weiter.